So, Grüße aus dem bewölkten Berlin. Hoffentlich kommt der Sommer bald wieder, aber online scheint die Sonne, weil die mir gegenüber sitzt. Ja, wie stelle ich ihn vor? Er ist tatsächlich ein Vollblutsportler, er ist ein Gesamtweltcup-Sieger, er ist ein Olympiathlet und ich will gar nicht so viel erzählen. Wir haben uns tatsächlich über Social Media kennengelernt. Nicht über Tinder, sondern über Instagram. Und wir haben jetzt einen echt anregenden Austausch. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, Ihnen den Podcast einzuladen. Aber ja, was soll ich lange reden? Clemens, stell dich doch mal schnell selber vor. Ja, servus Ulrich, vielen Dank erstmal, dass ich bei dir sein darf. Und ja, mein Name ist Clemens Schatzschneider. Ich bin 29 Jahre alt und komme aus dem schönen Baden bei Wien. Ja, ich komme aus dem Leistungssport, war ja 10 Jahre im Leistungssport tätig. Und jetzt helfe ich oder begleite ich Menschen, ja, sich Klarheit zu verschaffen, was will ich im Leben, und als Nebeneffekt einfach, ja, fit zu werden und abzunehmen und einfach eine mentale Stärke zu entwickeln. Cool. Ja, also ich finde es ja immer, der Transfer aus dem Sport, gerade aus dem Leistungssport in Anführungsstrichen normale Leben, in den Alltag, der funktioniert ja bei mir auch thematisch sehr gut. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Jetzt bezeichne ich ja oftmals meine Gäste auch als Mentalathleten und darum geht es ja auch primär im Podcast um mentale High Performance. Und hast du denn irgendeine Story, eine Geschichte, die mal so ein bisschen klar macht, erstens, wo du sportlich so unterwegs warst und wie du da agiert hast? Ja, also ja, ich bin relativ spät eigentlich in den Sport hineingewachsen, kann man sagen. Also in den Leistungssport. Ich bin mit 14 nach Schladming gegangen. Und man muss sich vorstellen, ich habe Skifahren und Snowboarden können, aber ich habe mich eigentlich davor sehr gedrückt. Ich wollte dort nicht hingehen, weg von zu Hause, ins Internat. Aber ja, meine Eltern haben gesagt, schau es dir einfach mal an und geh dort einfach mal hin. Und ja, dann bin ich dort hingegangen. Natürlich wollte ich nie wieder nach Hause kommen. Und so bin ich in den Leistungssport irgendwie reingewachsen. Und für mich war das einfach eine ganz andere Welt. Es war, ja, es war wie, als wäre ich auf einem anderen Stern sozusagen. Also nur gleichgesinnte Menschen. Auf einmal war der Sport im Fokus. Ich habe mich für eine Sparte entscheiden müssen. Ich dachte, ich kann da einfach ein bisschen Skifahren und Snowboarden und in die Schule gehen. Aber das war halt nicht so. Sondern ich habe mich halt da spezialisieren müssen aufs Snowboarden im Endeffekt, weil Freestyle-Skifahren hat es da nicht gegeben. Habe ich mich für Snowboarden entschieden und ja, dann ist das alles so schnell bei mir gegangen und ja, und man muss sich vorstellen, ich kannte es nicht, über Schanzen zu springen oder über irgendwelche Geländer zu rutschen, und auf einmal bin ich da gestanden vor, weiß nicht, Riesenschanzen und musste da quasi drüber springen. Und das war für mich so ein Punkt, wo ich realisiert habe, wow, das ist ganz was anderes, was ich bisher gewohnt war, obwohl ich auch schon davor natürlich sehr, sehr sportlich und vielseitig aufgestellt war. Aber ja, das war eine neue Welt für mich. Okay. Jetzt hast du ja selber schon so gesagt, du standest vor Riesenschanzen und musstest darüber. Jetzt gibt es ja zwei Aspekte. Was mich als erstes interessiert, ist die Frage: Müsstest du ja gar nicht darüber? Also ist ja mit Aussuchen. Stand ja jetzt keiner mit einem Elektroschocker hinter dir und hat dir gesagt: Clemens, wenn du jetzt nicht darüber fährst, so. Also musstest du rüber oder wolltest du rüber und deswegen musstest du rüber? Frage 1. Und Frage 2 ist, woher hast du den Mut genommen, dann darüber zu springen? Weil ich stelle mir vor, Snowboard, du musst ja irgendwann mal so einen Hügel runter, um Anlauf zu nehmen und darüber zu hoppeln. Das erfordert doch wahnsinnig viel Mut, oder? Ja, genau. Also ich musste natürlich nicht, aber man muss sich halt vorstellen, ich stand dann da oben zum Beispiel mit einem Umfeld, wo jeder einfach schon relativ gut snowboarden konnte. Ich konnte natürlich auch gut fahren, aber springen war einfach neu für mich. Und ja, dann sind die halt da drüber gesprungen und ich bin oben gestanden und war einfach, ja, man kann sich, glaube ich, vorstellen, was da in meinem Kopf vorgegangen ist. Einfach nur das Schlimmste und was passieren kann und ja, was auch immer. Aber irgendwo dachte ich mir dann, hey, ich vertraue den Jungs, die haben mir das natürlich genau erklärt, und ich vertraute mir natürlich zu 100% selbst, weil ich wusste irgendwo in mir, ich kann das und ich schaffe das und ich möchte das ja auch, weil umsonst bin ich da jetzt nicht in die Schule gegangen sozusagen. Und ja, und wenn mir der Sport eins gezeigt hat, dann war das so schön, wenn man da oben steht und all diese Gedanken im Kopf hat, aber wenn man dann einfach losfährt, ich war so in dem Moment einfach gefangen, alles andere war still. Ich kannte das eigentlich vorher gar nicht. Und als ich dann da drüber gesprungen bin,
da war ein Gefühl da, das hatte ich davor eigentlich noch nie erlebt. Also so eine Erleichterung, so eine Freude. Und ab dem Zeitpunkt eigentlich, ja, war das für mich, wo ich gemerkt habe, da will ich gut drin werden oder das will ich jetzt, ja, das will ich mein Leben lang machen eigentlich so. Cool. Jetzt war da so viel drin. Du hast als erstes, wenn ich es jetzt mal chronologisch mache, hast du ein Umfeld angesprochen. Das heißt also, jetzt behaupte ich mal ganz frech, hättest du jetzt alleine da oben gestanden, wärst du dann runtergefahren oder hättest du alleine sozusagen die Entscheidung getroffen, ich probiere mal, wärst du da runtergefahren? An dem Tag auf keinen Fall wahrscheinlich. Okay. Also, es hätte wahrscheinlich länger gedauert, aber ich würde jetzt auch sagen, es muss nicht unbedingt sein, dass ich überhaupt da dann gleich am Anfang über so eine große Schanze drüber gesprungen wäre. Was hat denn dein Umfeld gemacht? Also was haben denn die Jungs und Mädels, was haben die denn gemacht, dass du, sag ich mal, gesagt hast, okay, wenn die nicht gewesen wären, wäre ich da nicht runtergefahren. Was haben sie gesagt, wie haben sie es gesagt und was hat es mit dir gemacht? Ja, also es war einfach eine unglaubliche Energie da. Ich habe natürlich schon vorher gesehen, wie sie angefahren sind, wie schnell sie darauf zugefahren sind. Sie haben mir das einfach genau erklärt, aber sie haben mich da einfach wirklich an die Hand genommen und haben mir einfach nur gesagt, du kannst das und fahr uns einfach nach und dann siehst du, wie schnell du bist und mach einfach dasselbe wie wir, weil du kannst snowboarden quasi, also du kannst gut fahren. Und man muss ja auch dazu sagen, ich bin aus dem Leistungsturnen auch gekommen. Das heißt, mein Körpergefühl war gut. Ich habe zigtausende oder nicht tausende, aber hunderte oder ja, Sportarten, also Ballsportarten gemacht. Das heißt, dieses Gefühl war einfach da und ich wusste, ich schaffe das. Aber ja, diese Energie und dieses Gefühl, was die Menschen um mich mir gegeben haben, war einfach so motivierend und ja. Wie du schon vorher gesagt hast, die haben mir einfach so Mut gemacht, dass ich es schaffe und dann, ja, dann bin ich einfach hinterhergefahren. Also einfach, komm, fahr mir jetzt hinterher, der vor mir ist losgefahren und ich bin dann einfach hinterher und habe mir gedacht, okay, let's go. Cool, ja. Ich finde es spannend, weil eigentlich es gibt in der Sportpsychologie sogenannte Haber-Modell. Und in diesem Haber-Modell, du hast jetzt eigentlich genau die Dinge benannt, die das Ziel ist, erstmal eine Intention zu haben, also wirklich eine Intention. Das ist so, da hast du fast schon eine Entscheidung getroffen, dass du das jetzt machst. Und vorher gibt's so Prozesse, die so ablaufen, ne? Und du hast jetzt genau, also diese Risikoabwägung, ne? Also du hast gerade gesagt, was kann alles passieren, ne? Also natürlich, ich kann da runterfahren und es funktioniert alles und ich lande und fühle mich total schau. Es könnte aber auch so sein, ich komme nicht in einem Stück da an, ne? So. Ja, und das Zweite ist dann immer diese Selbstwirksamkeit, ne? Also jetzt hast du natürlich den großen Vorteil als Leistungsathlet, dass du selber weißt, dass du abliefern kannst. Ja, also du kannst dich auf deine Stärken verlassen und bist dir diesbezüglich auch deiner Stärken bewusst. Was in Sekunden von Bruchteilen abläuft und hast dann eine gewisse Selbstwirksamkeitsüberzeugung, wie man sich erarbeiten darf. Was ich auch in Mentorings mache, also den Leuten Erfahrung verpassen, damit diese Selbstwirksamkeitsüberzeugung dann in diesem Moment auch abrufbar und da ist. Ja, auch das hast du gehabt. Und dann hast du natürlich, dann ist es spannend, diese Ergebniserwartung. Ne? Also manche nennen es auch Konsequenzerwartung oder Ergebniserwartung. Also von vornherein, was für ein Ergebnis erwartest du? Wenn natürlich im Außen Menschen sind, die sagen, du kannst das und wir sind uns sicher, dass du das kannst, und in dir gibt es diese Selbstwirksamkeitsüberzeugung, die auch noch sagt, ja, eigentlich konnte ich es bis jetzt eigentlich in anderen Dingen immer. Ich glaube, dann fährt man los. So. Ja, und ich finde es cool, dass dieses Modell, weil ich habe gestern erst über dieses Modell was gelesen, dass du eigentlich gerade diese Punkte so abgearbeitet hast, ja, in deinen Ausführungen. Das fand ich sehr stark. Jetzt ist die Sache, natürlich gehört ja dazu auch immer diese Entscheidung, du hast jetzt gesagt, einfach loszumachen und im Moment zu sein. Hast du irgendwas gemacht, dass du einfach losgemacht hast und im Moment warst? Gute Frage. Ja, es war, also ich würde das jetzt so beschreiben, ich habe immer versucht, also ich bin zum Beispiel, ich hatte nie Musik. Beim Snowboarden. Bei uns war es eigentlich üblich, dass jeder jetzt Musik gehört hat, aber ich wollte alles hören. Ich wollte
alles wahrnehmen, so gut es geht. Riechen, hören, schmecken, sehen. Und ja, ich wollte einfach da sein. Und kurz bevor ich sozusagen immer losgefahren bin, habe ich einfach auf der einen Seite eben diese Gedanken gehabt, was kann passieren. Ja? Ich habe es aber akzeptiert. Und die andere Seite natürlich auch, wo ich mir sage, ich kann das, ich schaffe das und ja, mach's einfach so. Das heißt, heute kann ich auch sagen, zu dem Zeitpunkt habe ich einfach beide Seiten akzeptiert. Das heißt, egal was passiert wäre, sozusagen, ich war bereit dafür. Und ich glaube, ja, heute kann ich eben sagen, weil ich diese zwei Seiten akzeptieren konnte, aber irgendwo wusste, ich schaffe das, das war immer für mich so das Startsignal, wo ich mir gedacht habe, mach jetzt einfach, weil sonst wird vielleicht die andere Seite so präsent, also die Ausreden oder diese Gedanken, die da sind, dass ich es dann nicht mache. Und das war immer für mich so ein Startsignal, wo ich gewusst habe, okay, jetzt heißt es einfach machen, probieren und schauen, was rauskommt. Absolut. Okay. Also da steckt ja wieder viel drin, ne? Also dieses das Konzept des Voranscheiterns gibt es ja auch, ne? Also gerade im Sport lernt man halt, dass man das Scheitern dazugehört. Also ist gerade aus dem Ton, ich weiß nicht, bei Saltos, wie oft du auf die Fresse geflogen bist oder bei irgendwelchen Übungen, unzählige Male. Und ja, ich weiß auch nicht, beim Triathlon, ich meine, ich komme vom Bodybuilding, ja, und ich bin zum Triathlon, also ich weiß nicht, wie oft ich das Gefühl habe beim Schwimmen üben, ich saufe ab, weil ich einfach ein fetter, dicker, also hinsichtlich des Schwimmens ein Klops war und Wasser verdrängt habe wie ein Pferd, aber also genau, diese Voranscheitern, ne? Aber man wird von Mal zu Mal besser. Und dann hast du gesagt, als du dann sozusagen angekommen hast, diese Freude, ja, also dieses geschafft zu haben und dieser, ja, du hast es so ein bisschen wie ein Gamechanger definiert, ja, in dem Moment, wo du dann, bist dann halt scheinbar, wie bist du denn ran, wie bist du denn runtergekommen? Bist gut gelandet scheinbar, oder? Meistens. Nein, also, ja, ja, so wie du gerade gesagt hast, das war eben das Schöne, also wenn du einmal drüber gesprungen bist, dann war dieser ganze Ballast, dieser Druck, das war weg, weil du wusstest zu 100%, du weißt die Geschwindigkeit, du weißt, wie du abspringen musst, du weißt die Bedingungen, ist der Schnee hart, ist er weich, ja, und diese Dinge, und dann ist es einfach mal wirklich, der Rest vom Tag ist wirklich eine Leichtigkeit, dann schon da drüber zu springen, von der Seite, aber es eben dieses Hinfallen oder dieses, wie oft ich mich nicht auf die Schnauze gehauen habe, das ist das, was mir der Sport so gezeigt hat. Ich bin, weiß ich nicht, am Tag 20 Mal hingeflogen oder was heißt 20 Mal, 100 Mal, damit ich den einen Trick einmal schaffe vielleicht. Aber ich bin aufgestanden und habe weitergemacht, ohne drüber nachzudenken. Und das ist halt was mir der Sport so gezeigt hat, weil ich denke, in der heutigen Zeit eben, wenn es darum geht, irgendwelche Ziele zu erreichen oder was auch immer, oder ja, man nimmt sich was vor und dann versucht man es eine Woche oder zwei und nein, es funktioniert nicht und ich höre auf. Und im Endeffekt war das nichts anderes damals bei mir. Ich bin hingeflogen, bin aufgestanden, habe weitergemacht. Und das war das, ja, das war ein unglaubliches Gefühl einfach. Und auch wenn es mich aufgehört hat, es war geil, weil ich so viel daraus gelernt habe. Ich bin raufgegangen und konnte es nochmal versuchen, aber halt mit ja, ein bisschen weniger Schwung, die Achse ein bisschen anders zu machen, was weiß ich. Ja, stark. Also dieses immer wieder aufgestanden, ne? Ohne, jetzt hast du gesagt, ohne drüber nachzudenken. Jetzt ja, ist ja der Punkt, also jetzt rein vom Menschenverstand her, ja, also du fliegst halt aufs Maul, du tust dir weh und die Gefahr, dich zu verletzen, ist wahnsinnig groß. Was treibt dich trotzdem an, wieder da hochzugehen? Warum ist es so selbstverständlich, dass du sagst, ohne drüber nachzudenken, mach ich es dann nochmal? Warum? Also logisch ist es nicht. Ja, für mich war das damals einfach wirklich, ich wollte das so stark und ich, also dieses Bild einfach in meinem Kopf, diesen Trick zu landen, und ich wusste auch irgendwoher, also ich wusste es natürlich nicht, aber es war auch dieses Gefühl irgendwo in meinem Körper, wo ich mir dachte, wenn ich diesen Trick jetzt da hinstelle, dann ist das was Unglaubliches. Und ja, und dieses Gefühl wollte ich halt irgendwo spüren auch. Oder ich wollte mir selbst, ja, ich wollte mir selbst dieses Gefühl geben, auch dieses Bild in meinem Kopf jetzt da Realität werden zu lassen. Und ich habe einfach, und deswegen habe ich einfach nicht aufgehört, weil ich wusste,
ich kann das, weil sonst wäre dieses Bild in meinem Kopf nicht so präsent und stark und so schön einfach. Und cool. Deswegen bin ich, glaube ich, einfach immer wieder aufgestanden, rauffahren und habe es nochmal probiert. So lang, bis ich es einfach ja, geschafft habe. Jetzt hast du ja, das war jetzt, jetzt fehlt mir ein Adjektiv, weil ich habe Gänsehaut, das war jetzt grandios. Also tatsächlich, du hattest ein Bild im Kopf. Also wir reden ja eigentlich jetzt von einem Ziel. Ne? Du hattest ein Ziel, du hattest einen Kopf, du hast das Ziel visualisiert. Das war hörbar, schmeckbar, riechbar, sehbar, fühlbar, alle, ja. Und diese Argumentation, also alle, die das hören, die Ziele haben und noch nicht da sind, ob jetzt im Sport oder anderen Sachen, einfach mal diese Definition zu checken. Ich hätte ja nicht dieses Ziel im Kopf und es würde sich so gut anfühlen, dann muss ich es ja schaffen. Sonst wäre es ja nicht so in dieser Form in meinem Kopf. Ja? Ja. Sehr stark. Sehr stark. Kann man sich wirklich mal zu Herzen nehmen und ist eine super Definition. Jetzt sind wir ja bei Zielen. Was war denn eins deiner größten sportlichen Ziele? Ja, also bei uns im Snowboarden war immer so einer meiner größten Ziele, den Ernst Dail zu gewinnen. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, oder das ist so ein In-City-Event eigentlich. Das sind so Big Airs, wo man halt über eine große Schanze springt, und zwar in Städten einfach. Ja. Einen hat es in München hat's einmal gegeben, zum Beispiel auch. In Innsbruck, in Los Angeles, in China, in Peking. Das heißt, meistens in irgendeinem großen Stadion halt. Und das war so der coolste Event sozusagen, wo immer ein unglaubliches Publikum war. Und das war einer meiner größten Ziele, weil bei uns beim Snowboard hat es immer so zwei Seiten gegeben. Einmal den österreichischen Verband, also die ganzen Sachen, die für den österreichischen Verband wichtig waren, wie Weltcup, Weltmeisterschaft, Olympiaden etc. Und bei uns hat es aber noch eine andere Seite gegeben sozusagen. Das war die World Snowboard Tour. Das war die Szene, wo die, kann man sagen, auch wirklich die Top-Snowboarder unterwegs waren, bevor unsere Disziplin olympisch geworden ist. Und da war eben der Ernst Dail einer meiner größten Ziele. Und wie dann halt unsere Disziplin olympisch geworden ist, war natürlich sofort klar, okay, ich will ganz oben stehen bei den Olympischen Spielen. Okay, und jetzt löse es doch mal auf. Wie ist es dir in deiner sportlichen Karriere ergangen? Was hast du erreicht? Ja, also, wie gesagt, ich bin mit 15 dann nach Schladming gegangen und innerhalb von 6 Jahren stand ich dann eigentlich bei Olympischen Spielen. Das ist ein sehr, sehr schneller Weg. Und man muss sich vorstellen, ich konnte davor wirklich nur fahren. Also ich konnte nicht springen oder sowas. Ich habe es dann innerhalb von einem Jahr geschafft, in den ÖSV-Nachwuchskader zu kommen. Im zweiten Jahr war ich dann schon am Weltcup, im Weltcup-Team, also im Nationalkader. Im dritten Jahr habe ich dann schon den Gesamtweltcup gewonnen im Slopestyle und Big Air. Das heißt, das war eigentlich, ja, kennst du sicher diese Kristallkugeln, diese großen, die man halt gewinnt von den Skifahrern vielleicht oder so. Das heißt, das war in Österreich eigentlich neben Weltmeisterschaften und Olympiaden, aber die Olympiade hat es damals noch gar nicht gegeben bei uns, eigentlich das Größte, was man jetzt so in Österreich schaffen kann. Oder schon auch international, aber was in Österreich einfach anerkannt wird. Neben unzähligen halt Junioren-Weltmeistertiteln und österreichischen Meistertiteln etc. Und ja, und dann ist irgendwann eben unsere Disziplin olympisch geworden. Und ja, dann war halt eben mein Ziel, okay, ich will dabei sein und ich will gewinnen. Und dann ist was ganz Spannendes passiert, weil ich hatte mir dann 2 Monate vor der Olympiade mein Schlüsselbein gebrochen. Und das war auch bis zu dem Zeitpunkt meine erste Verletzung. Ich war bis dorthin, ja, ich würde sagen, unzerstörbar. Mir war nicht bewusst, was da wirklich passieren kann. Obwohl ich jeden Tag gesehen habe, dass irgendwie der Helikopter gekommen ist, dass ich wer verletzt habe. Aber für mich gab es das nicht. Ich wusste, hey, mir passiert das nicht, ich schaffe das, ich bin so stark. Ich war einfach wirklich, ja, mental wirklich stark, kann man sagen, bis zu dem Zeitpunkt. Und wie gesagt, 2 Monate davor habe ich mir das Schlüsselbein gebrochen, weil ich vor einer Entscheidung stand, die mir einfach auch gar nicht leicht fiel. Ich wollte nicht zu dem Event fahren, weil ich mich auf die Olympischen Spiele konzentrieren wollte. Mich hat man dann, ich gebe natürlich keinem anderen die Schuld, ich habe mich schlussendlich dazu entschieden, trotzdem hinzufahren, aber habe ich dann eben dazu entschieden, zu diesem Bewerb zu fahren, obwohl ich vorher nicht wollte,
weil halt alle gesagt haben, fahr doch mit, ist ein leichtes Preisgeld und haben einen Spaß und bla bla bla. Und bin dann schlussendlich dorthin gefahren und einen Tag später bin ich im Krankenhaus gegangen mit einem gebrochenen Schlüsselbein und einer stark geprellten Hüfte. Und das war ein Zeitpunkt in meinem Leben, wo mir, wie ich da im Krankenhaus, ich werde das alles nie vergessen. Ich bin dort, wie gesagt, im Krankenwagen gelegen, Infusionen, Spritzen. Ich habe zu allem Nein gesagt am Anfang, weil ich das alles nicht wollte. Ich wollte keine Spritzen oder irgendwas, Tabletten oder was kriegen. Aber ich hatte dann so Schmerzen, das war alles neu für mich, Krankenhaus. Und bin dann, ich war das ganze Jahr eigentlich durchgehend unterwegs auch. Ich war sehr selten zu Hause. Wenn ich zu Hause war, dann nur im Sommer. Für einen Monat höchstens. Und ja, dann hat es auch einen Zeitpunkt gegeben, wo ich viel, viel Zeit zu Hause verbracht hatte. Und dann bin ich drauf gekommen, dass zu Hause auch sehr viel los war. Familiäre Probleme, Freunde waren alle irgendwo anders, haben irgendwo anders gelebt, haben ja, gearbeitet, ihren Job gemacht. Und ich habe irgendwie sehr, sehr viel zum Denken begonnen. Und ja, und habe richtig gemerkt, da passiert jetzt was mit mir und irgendwie kenne ich das alles nicht und will das auch irgendwie nicht haben gerade. Und ja, ist aber auch zu dem Zeitpunkt relativ schnell wieder vergangen, weil ich wollte einfach in 2 Monaten bei den Olympischen Spielen stehen, bin einfach ja zu den Ärzten, okay, was soll ich machen, operieren, nicht operieren. Und genau, im Endeffekt, um das jetzt kurz zu halten, bin ich dann zu den Olympischen Spielen gefahren, war auch relativ fit. Ich war jetzt nicht 100%ig fit, aber ich war, sage ich jetzt mal, 90% fit und motiviert und hatte dort auch wirklich eine unglaubliche Leistung erbracht. Ich hatte relativ Pech, das waren die ersten Olympischen Spiele bei uns. Das soll jetzt auch keine Ausrede sein oder so, aber es hat damals auch die Top 3, das hätte komplett anders ausgehen sollen, vom Ranking her und so weiter. Aber ich war einfach in der starken Gruppe, es sind immer die ersten 4 ins Finale gekommen. Und ich war 5. meiner Gruppe, bin nicht ins Finale gekommen. Und die andere Gruppe zum Beispiel hätte ich mit meiner Punktzahl gewonnen. Also Das war halt so ein Punkt. Mir war es auch relativ egal irgendwann, also am Anfang, weil ich mir gedacht habe, hey, du hast das so gut gemacht, geil, ist doch völlig egal jetzt so. Aber natürlich im Nachhinein denke ich mal, boah, 4 Jahre darauf hingearbeitet eigentlich, oder ja, oder sagen wir 5. Und dann ist der Tag einfach so vorbei. Und ja, dann habe ich mir eben gesagt, okay, ich mache eine kleine Pause. Ich gehe mal weg von den Wettkämpfen ein bisschen und relax sozusagen. Habe ich dann wieder verletzt. Und ja, und dann ist ein Prozess entstanden, wo ich mich immer wieder verletzt habe, so zum Sport. Verletzt habe, zurück zum Sport. Immer nur kleine Verletzungen, die langwierig waren. Aber in meinem Kopf ist sehr, sehr viel passiert. Die familiären Probleme oder dieses ja, Familienthema, Freunde, das hat mich sehr, sehr beschäftigt. Und auf einmal habe ich auch hinterfragt, will ich überhaupt snowboarden? Was bringt mir das überhaupt? Ich war an den schönsten Orten das ganze Jahr, dann auch nach der Zeit. Und ich fühlte mich nur mehr allein. Ich hatte keinen Spaß mehr. Ich mache das nur mehr, weil ich damit Geld verdient habe und weil ich nicht wusste, was will ich wirklich oder will ich das wirklich? Und dann habe ich einen Entschluss getroffen, wo ich gesagt habe, okay, ich lasse es sein, ich gehe ein halbes Jahr nach Kalifornien, nach San Diego, gehe dort in die Schule und ich will wissen, wie es sich anfühlt, ein normales Leben zu führen sozusagen. Und ich hatte einfach das Gefühl, mich versteht keiner. Ich hatte es natürlich immer wieder versucht, Psychotherapeuten, Mentaltrainer, Freunde, Familie. Aber irgendwo fühlte ich mich nicht verstanden oder keiner, ja, oder ich dachte irgendwo, es versteht keiner, wie zerbrechlich ich gerade wirklich da drinnen bin und wie hilflos ich irgendwo bin. Deswegen habe ich eben den Entschluss geworfen, bin darüber gegangen. Das war eine Zeit, ja, die mich einfach geprägt hat und ohne diese Zeit wäre ich jetzt nicht da und würde mit dir sprechen wahrscheinlich. Aber ich war an einem Punkt da drüben, wo wieder jeder von außen auf mich eingeredet hat sozusagen, boah, geil, du bist dort, du gehst surfen, genießt dein Leben. Und ja, ich bin dort einfach nur jedes Mal in Tränen ausgebrochen und wusste nicht, was ich tun soll. Hab begonnen, meinen Stress, meinen Frust in mich hineinzufressen, wortwörtlich. Hab 20 Kilo zugenommen, hab keinen Sport mehr gemacht. Ich habe mit Yoga begonnen, also eine Yoga-Ausbildung begonnen, weil ich wusste, ich muss irgendwie was oder ich will irgendwie was tun. Und
Dann war ich dort an einem Punkt, wo ich mir dachte, okay, Clemens, du hast alles in dir, aber wenn du jetzt keine Entscheidung triffst, dann schaut es nicht gut aus für dich gerade irgendwie. Und das war ein Punkt, wo ich die Entscheidung getroffen habe und gesagt, okay, ich will leben, ich weiß, ich komme da wieder irgendwie raus. Ich habe die Disziplin, ich weiß, was nötig ist, aber jetzt hängt es nicht mehr an irgendwelchen äußerlichen Umständen, sondern jetzt geht es wirklich um meinen Kopf, weil diese mentale Stärke, die ich vorher hatte, war wie weg. Ich wusste, ich muss mich wieder, oder ich will mich wieder ein bisschen bewegen, auf meine Ernährung achten, die ganzen Baustellen aufräumen. Im Endeffekt landete ich bei McDonald's und habe irgendwelche Scheiße in mich hineingestopft. Und dann habe ich mich eben sehr viel mit diesen ganzen Thematiken beschäftigt, Persönlichkeitsentwicklung, Psychologie, und habe einfach versucht, ja, diesen Antrieb da wieder, oder halt nicht den Antrieb, aber einfach da wieder rauszukommen, und habe einfach begonnen zu arbeiten, verschiedene Jobs auszuprobieren, und ja, und mir war klar, irgendwann möchte ich Menschen helfen, dass die ja nicht ansatzweise zu dem Punkt kommen, wo ich war, oder den Menschen helfen auch, die an dem Punkt sind, wo das Äußerliche einfach passt. Weil man muss sich einfach vorstellen, da war der Clemens, der schaut gut aus, der fährt ein schönes Auto, der hat eine schöne Wohnung gehabt, auch Freunde und Familie, aber trotzdem war er einfach am Sand. Und genau, das war jetzt so, ja, grob zusammengefasst dann eben der Punkt, ja, der Weg bis zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt hier sitzen mit der Sprechern. Cool. Ja, vielen Dank für die Ehrlichkeit. Man merkt auch, dass es dir emotional noch nicht ganz einerlei ist, die ganze Story. Ja. Absolut, ja, sehr authentisch und sehr, sehr cool, dass du das so mit uns teilst. Jetzt hast du es selber schon angesprochen, ist natürlich wahnsinnig, weil ich mach mir natürlich mal Notizen und du hast gesagt, Mensch, du hast jetzt so schnell diesen Weg bist du gegangen, ja? Du warst so mental stark, du warst ja, so unantastbar, ja, so Superman-statusmäßig, ja. Ich verstehe sehr gut, was du meinst und ich notiere mir das und mit der Frage hier, warum warst du denn mental so viel stärker als alle anderen? Und 5 Minuten später erzählst du mir eigentlich von dem schwachen Clemens, der eigentlich beim Ansprechen schon losgeweint hat. Also schon totaler Unterschied, ne? Also in deiner Lebensgeschichte, obwohl du ja grundsätzlich die gleiche Person mit den gleichen Erfahrungen geblieben bist. Ja? Jetzt frag mal, also in diesem Zeitraum, war das erste echt oder das zweite echt? Oder was ist passiert, dass aus dem ersten das zweite wurde? Ja, also es war diese Verletzung an sich, das war eben so ein Knackpunkt auf jeden Fall, wo ich gemerkt habe, okay, mir war einfach mein Körper heilig. Also ich hatte auch neben am Snowboarden so den Fitnesssport, den Kraftsport, Laufen, Schwimmen, Radfahren. Ich liebte das alles. Also ich war wirklich ein Freak. Ich war den ganzen Tag am Bär und habe trotzdem 2 Trainingseinheiten gemacht. Und mir war, ja, ich habe mich komplett auch damals wirklich mit meinem Körper identifiziert. Ich brauchte das einfach. Und dieser Schlüsselbeinbruch, das war auch so für mich, wow, ich kann vielleicht nie wieder gescheites Bodybuilding-Training machen oder sowas. Das will ich nicht, weißt du? Und gleich so, wow, Abstand. Nein, okay, Respekt. Großen Respekt vom Snowboarden jetzt. Und dann eben, wie ich nach Hause gekommen bin, ist mir eben klar geworden, dass meine Mama sehr krank ist, dass das Verhältnis in der Familie, Schwester, ja, Mama, Papa einfach ziemlich schwierig ist sozusagen. Und auch die Freunde halt, man muss, ja, damals, ich bin halt immer heimkommen, also ich war weg, bin heimkommen, habe was mit den Freunden gemacht, bin weg, aber dann war ich halt zu Hause, ich war verletzt, ich war so 2 Monate mal daheim und habe gemerkt, hey, die Freunde sind nicht mehr da, die haben auch nicht mehr, weißt du, jeden Tag Zeit, die haben einen Job, die sind arbeiten, die haben ihre eigene Familie schon. Und ich habe mir so gedacht, okay, was mache ich da jetzt? Und ich denke, ich kann es noch immer nicht sagen, aber das war der Switch, so, okay, ich will mich nicht mehr verletzen. Ja, deswegen Angst und eben, oh, ich will einfach nur mehr, dass meine Familie gesund ist. So. Und mit diesen 2 Thematiken habe ich mich dann nur mehr beschäftigt. Ich habe mich sozusagen wirklich rausgezogen und wollte nur mehr, ja, das in den Griff bekommen, helfen und was weiß ich, und habe mich komplett vernachlässigt. Und davor habe ich einfach, ja, war ich an erster Stelle einfach. Ich war da, dann sind andere gekommen. Und plötzlich waren alle anderen da oben und ich war irgendwo da unten sozusagen.
Okay. Aber im Endeffekt kann man ja schon sagen, dass du dein Wohlgefühl abgeleitet hast aus den äußeren Umständen, ne? Also im Prinzip haben ja die äußeren Umstände dazu geführt im Vorfeld, dass es dir persönlich gut ging. Jetzt haben sich die äußeren Umstände komplett verändert und haben dich ja sozusagen runtergezogen, ne? Also es ist ja auch immer so eine Riesenerkenntnis. Ich meine, hört sich vielleicht total bescheuert an, aber wahrscheinlich, vielleicht siehst du das ähnlich, war diese Verletzung und diese 2 Monate waren vielleicht einer der wichtigsten und dringendsten Dinge deines Lebens, ne? Also kannst du gleich was zu sagen, weil du ja gecheckt hast, worum es im Leben geht, ne? Und wenn das Äußere wegbricht und plötzlich wenig übrig bleibt vom Wohlgefühl und vom Superman-Status, dann gilt es, das zu hinterfragen, oder? Wie ging es dir dabei? Ja, also stimme ich ja, zu 100% gebe ich dir da recht. Das war das Ding. Ich war so ich hatte einfach so mein Schild vorm Kopf und mein Ziel halt einfach in der sportlichen Hinsicht und alles andere war mir egal und so. Aber wie das weggebrochen ist, war mir wirklich bewusst, wow, das Leben, okay, was, ja, das Leben hat da, ist einiges mehr sozusagen oder da gibt's, das ist alles eigentlich gar nicht wichtig. So. Es hat Jahre gedauert, bis ich das auch loslassen konnte, weil die Ziele waren ja noch da und ich wusste auch irgendwo, ich kann das schaffen, aber auf einmal will ich das schaffen? Brauche ich das? Macht es mich glücklich, Olympia zu gewinnen? Und dann bin ich halt drauf gekommen, wow, nein, das macht mich gar nicht glücklich. Wieso wollte ich das dann unbedingt jedem beweisen? Und dann habe ich auch ziemlich schnell bemerkt, dass mich kein äußerer Umstand glücklich machen kann. Und habe mich halt wirklich konzentriert, okay, was macht mich glücklich? Wer bin ich da überhaupt? Oder ja, man kann sich das einfach vorstellen, man nimmt den Clemens aus seinem Leben und setzt ihn auf einen anderen Planeten ins Leben und ja, und er hat keine Ahnung, was das da alles ist und alles ist weg, die Gedanken sind ja noch da, was weggebrochen ist und er ist einfach hilflos. Ja. Ja, schöne Umschreibung, absolut. Also, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, ja. Ich meine, wir sind hier in einem Podcast für mentale High Performance und wenn natürlich jetzt Leute in der ersten Instanz feststellen, kick mal, jetzt interviewt ein Ironman, Gesamtweltcup-Sieger, ja, 2 so Fitness-Jungs, die sportlich auf höchste Ebene machen, die quatschen jetzt und machen so ein Hustle-Battle hier miteinander, wer hat die krassesten Eier? Aber zum Schluss stellt man fest, darum geht es ja gar nicht, ne? Also mentale High Performance bedeutet ja auch vor allem diese Ehrlichkeit zu sich selbst und erstmal zu erkennen, wer man überhaupt ist, ne? Also weil, wenn ich vielen im Leben nachjage, die vermeintliche Ziele sind, aber eigentlich ja nicht meine Ziele sind, dann ist es halt problematisch. Und das ist natürlich in deiner Geschichte oder in deiner Story unheimlich gut zu sehen, ja. Was macht der Clemens von heute? Du hast schon gesagt, du arbeitest mit Menschen. Was machst du so? Also, fährst du noch Snowboard oder bist du komplett vom Snowboard weg? Oh, Frozen Stimmung. Clemens, bist du noch da? Hier in Berlin ist schwerstes Gewitter, deswegen. Ah ja, jetzt. Na, also ich jetzt, das ist auch ein springender Punkt, was ich so schön finde jetzt. Ja, Snowboarden hatte mir keinen Spaß mehr gemacht, kann man sich vorstellen. Und wie ich es aber geschafft habe, wirklich loszulassen von dem Ding, das hat sicher schon der ein oder andere von euch gehabt, du musst was loslassen, um was anderes in dein Leben wieder zu holen. Und irgendwo wusste ich halte noch fest an dem Moment und ich kann es nicht loslassen und so weiter. Aber wie ich es wirklich geschafft habe, dann das Snowboarden einfach loszulassen, sozusagen, bin ich dann mal 2 Jahre gar kein Snowboard gefahren, glaube ich, oder 3. Und jetzt, ich freue mich so auf den Winter und ich liebe es, am Snowboard wieder zu stehen. Aber einfach, ja, ich kann so fahren, wie ich möchte. Ich kann mich so kleiden, wie ich möchte. Ich kann am Berg fahren, wann ich möchte. Ich liebe es wieder. Ja, und das ist ein Punkt, was ich mir nie vorgestellt, ja, das hatte ich mir nicht vorstellen können, dass ich jemals wieder so eine Leidenschaft entwickeln kann zum Snowboarden. Und heute, ich fahre keine Bewerbe, aber ich liebe es einfach im Winter, einmal, zweimal in der Woche oder wenn ich frei habe, setze ich mich ins Auto, fahre 40 Minuten zu meinem Home Resorter und gehe snowboarden. Ja. Cool, sehr schön.
Sehr spannend, also sehr spannend, wo so ein Interview hinführt, ne? Wenn man gerade mal so über mentale High Performance spricht mit einem Gesamtweltcup-Sieger und dann feststellt, dass eigentlich die mentale High Performance viel später kam. Und zwar da, wo du verletzt zu Hause liegst und erstmal realisierst, du hast es so schön gesagt, dass du ja nicht auf dem Planet Alltag und Leben warst, sondern auf einem anderen Planeten. Grandios, aber grandiose Story. Vielen Dank fürs Teilen. Und was mich natürlich wie in jedem Podcast interessiert ist, wer war es denn so, der dich im Sport oder grundsätzlich in deinem Leben am meisten inspiriert hat? Ja, also das ist ganz, ganz spannend bei mir. Also vom Snowboarden her, da gab es eigentlich niemanden. Also es gab so den Shaun White, den kennt der ein oder andere, den habe ich gekannt, aber hatte vom Snowboarden her gar kein Vorbild eigentlich, wenn man sich das so klar macht. Ich habe keine, die meisten haben sich nur mit der Materie befasst, aber ich hatte da kein Vorbild sozusagen. Also ich hatte schon Snowboarder, die ich super fand, so ihren Fahrstil und so weiter, aber so ein richtiges Vorbild hatte ich in der Hinsicht nicht. Und heute kann ich sagen, dass für mich eben auch so meine Freunde eigentlich, und das ist jetzt vielleicht für den einen oder anderen sehr interessant, meine Freunde mich wirklich irgendwo, zu denen habe ich hinaufgeschaut. Sehr, sehr lange, obwohl die einfach dieses normale Leben führten. Ja? Aber trotzdem sehr, die waren immer so, wie soll ich sagen, so zufrieden, so glücklich. Ja? Und ja, ich liebte es, umgeben mit ihnen dann auch zu sein, sozusagen. Mhm. Das heißt, so ein wirkliches Vorbild waren in der Hinsicht, das war kein erfolgreicher Snowboarder oder was weiß ich, das waren einfach nur meine Freunde und meine Familie eigentlich, die mir da auch so viel Kraft gegeben haben, glaube ich, dass ich einfach so erfolgreich wurde bis zum letzten Punkt. Ja, ja, stark. Jetzt haben wir über so viele Themen gesprochen und jetzt nehme ich jetzt absichtlich mal, also es geht immer darum, gibt es Empfehlungen zu den besprochenen Themen? Und da würde mich natürlich vor allen Dingen der Zeitraum interessieren, nachdem du eine Verletzung hattest. Also gab es da irgendeine Quelle, ein Buch, ein Film, irgendwas, wo du sagtest, das hat mir geholfen? Eckhart Tolle, Die Kraft der Gegenwart. Jetzt, also das Buch, ich hatte davor nie was gelesen oder so, aber das war ein Buch, was ich da mal geschenkt bekommen habe, was auch so mein kleiner Start war in diese ganze Thematik, ja, sage ich jetzt mal. Und ja, ansonsten mein Tipp ist einfach, ja, zeig deine Zerbrechlichkeit, lass das alles zu, geh rein in den Schmerz und schieb's nicht weg, drück das nicht runter. Du kannst es eine lange Zeit runterdrücken, wenn du möchtest, aber irgendwann wird es hochkommen und ja, und also, wie soll ich sagen, forder's nicht heraus, wenn diese Gefühle da sind, wenn diese Herausforderungen, Probleme in deinem Leben, die gerade da sind, lass sie her, ja, nimm sie an und schau, was kannst du daraus machen. Ja. Aber beschäftig dich damit. Ich bin jahrelang geflohen. Ich bin ja weggeflogen einfach in ein anderes Land, in eine andere Stadt. Oder ich habe Sport gemacht wie ein Geisteskranker, um mich zu beschäftigen, damit ich das nicht fühlen muss, damit ich das nicht anschauen muss. Deswegen, okay. Lass es da sein und sag Hallo und ich hab dich gern und schau es an, geh rein. Ja. Absolut. Gibt's für dich jetzt, ja, was ist dein neues Lebensziel? Gibt's für dich jetzt, weil klassischerweise stelle ich an der Stelle die Frage zu Coach oder Trainern, was möchtest du in deiner Karriere als Coach oder Trainer noch erreichen? Oder ich stelle die Frage an Sportlerinnen oder Sportlern, was ist dein sportliches Ziel? Jetzt ist bei dir, ja, was möchtest du, wo soll es bei dir hingehen? Was ist das Bild, was du jetzt im Kopf hast? Ja, mein Bild ist ähnlich wie dieser Olympiasieger sozusagen. Ja, ich möchte einfach wirklich einen Millionen Menschen dabei helfen, fit zu werden, sowohl körperlich als auch mental. Das ist so die große Vision. Ich habe meine Stricherliste und schaue einfach, okay, zack, zack, 1 Million Menschen will ich helfen. Das ist der Standpunkt jetzt. Ich kann es natürlich nicht sagen. Ich bin auch komplett offen. Es darf sich alles verändern. Ich will einfach tagtäglich wirklich, das hört der ein oder andere wahrscheinlich auch schon zum 10. Mal, aber ich möchte wirklich wieder wachsen.
Ja, also ich war so lange in diesem Stillstand, wo ich einfach nur, wie soll ich sagen, ja, überlegt habe, nachgedacht habe. Und ja, ich möchte jeden Tag ein bisschen mehr machen oder lernen oder ausprobieren. Und genau, und die große Vision ist halt einfach so, jede Woche einem Menschen vielleicht zu helfen, einen Hackerl zu machen. Und ja. Sehr cool, ein Hackerl zu machen. Sehr schön, hier in Berlin das zu hören. Ja, Clemens, jetzt sind wir fast schon am Ende angekommen. War ein Top-Gespräch. Wo kann man mehr über dich erfahren, wenn man sehen möchte, was du so machst, wie du arbeitest, wenn man dich kontaktieren möchte? Wo sieht man was von dir? Ja, also auf jeden Fall auf Instagram, clemens.schatzschneider, und auf Facebook auch einfach mein Name. Und ja, meine Homepage, aber ich würde sagen, einfach über Instagram auf mich zukommen. Ich bin da wirklich jeden Tag oben, beantworte Fragen, und da kann jeder einfach auf mich zukommen und mehr über mich erfahren. Okay. Oder meinen Namen einfach googeln. Ja, ja. Dich findet man, wenn man nicht finden will. Ja. Wir werden natürlich alle in den Shownotes verlinken, alle Kontaktdaten. Ja. Clemens, vielen Dank für dieses wahnsinnig authentische, ehrliche Gespräch. Es hat mir wahnsinnigen Spaß gemacht. Hat einen komplett anderen Verlauf genommen als ursprünglich von mir gedacht, aber das sind die besten Gespräche. Das war sehr, sehr gehaltvoll. Es war sehr, auch sehr emotional. Ich fand es wirklich super. Vielen, vielen Dank für deine Offenheit, für deine Ehrlichkeit und deine Inhalte, dass du das mit uns teilst. Und ja, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, wie immer, wir freuen uns natürlich sehr, wenn euch das Interview gefallen hat, über ein Like, über ein Abo. Empfiehlt uns weiter, damit wir weiter tolle Interviews führen können, damit wir weiter tolle Geschichten und tolle Inhalte teilen können. Ja, ich verabschiede mich an der Stelle. Clemens, vielen Dank. Die Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ganz liebe Grüße aus dem gewittrigen Berlin. Ihr habt ein paar Mal gemerkt, hier blitzt auch deswegen ab und zu mal ein Frozen. Clemens, du hast wie immer die letzten Worte. Ja, also Ulrich, vielen Dank, dass ich heute bei dir sprechen habe dürfen, und hat mich unheimlich gefreut. Und ja, sonnige Grüße von hier aus Baden. Und ich wollte, ja, zum Schluss will ich euch einfach nur mitgeben, habt Spaß bei dem, was ihr tut, ohne irgendjemand was beweisen zu müssen. Ja, hört auf eure Gefühle. Also denkt mit eurem Körper.